Die türkische Metropole Istanbul. Hier leben rund 20 Millionen Menschen. Und viele von ihnen fürchten, nach dem verheerenden Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion, dass auch ihre Häuser bei einem Erdbeben einstürzen könnten. Wir waren schon immer besorgt, weil die Türkei eine Erdbebenzone ist. Dagegen können wir nicht viel tun, wir haben uns daran gewöhnt. Aber als wir die Bilder von den sterbenden Menschen gesehen haben, hat uns das getroffen. Wir haben Angst. Wer wissen will, wie sicher oder unsicher sein Wohnhaus gebaut ist, kann eine Überprüfung beim Stadtplanungsamt beantragen. Das kann sich vor Anfragen kaum retten. Seit dem Erdbeben haben wir 120.000 Anfragen bekommen. Wir haben sie in Gruppen aufgeteilt, je nach Risiko. Wir nehmen auch noch Überprüfungsanfragen für Häuser an, die nach 2000 gebaut wurden, aber unser Fokus liegt auf älteren Gebäuden. Jeden Tag und jede Stunde bekommen wir mehr Anfragen. Die Teams vom Stadtplanungsamt überprüfen unter anderem die Qualität des Betons und die Breite der Stahlträger. Anhand der Daten errechnen sie, ob das Gebäude ein starkes Erdbeben überstehen würde. Im Moment sind 50 Teams im Einsatz. Jedes Team schafft 3 Gebäudetests pro Tag. Nach der Überprüfung führen wir in unseren Büros die Analysen durch. Wir werden die Anzahl der Teams, die unterwegs sind, sehr schnell erhöhen. Die Angst der Menschen vor einem Erdbeben in Istanbul ist nicht unbegründet. Schon 1999 erschütterte ein schweres Erdbeben die Region. Mehr als 18.000 Menschen starben. Das Epizentrum lag nur 80 Kilometer von Istanbul entfernt. Und auch heute gehen SeismologInnen davon aus, dass die Erde in der Region wieder beben könnte. Sie haben eine 47-prozentige Wahrscheinlichkeit für ein Beben der Stärke 7,3 oder höher in den nächsten 30 Jahren errechnet. Ich wünschte, ich könnte sagen, Istanbul ist vorbereitet. Aber leider ist es eine sehr große Stadt, in der viele Menschen leben. Viele Gebäude wurden vor 1999 gebaut. Der Boden ist schlecht und es gibt viele ungünstig gebaute Häuser, die ein strukturelles Risiko darstellen. Daher kann ich leider nicht sagen, dass wir bereit sind. Auch die Stadt selbst zeichnet düstere Prognosen. Nach Angaben der Gemeinde würden bei einem starken Beben fast 100.000 Gebäude in Istanbul einstürzen oder schwer beschädigt werden. Viele BewohnerInnen hoffen auf die Überprüfungen. Wir haben Tests durchführen lassen, damit wir uns sicher fühlen. Man kann unmöglich wissen, wo man sich befindet, wenn es ein Erdbeben gibt. Es kann gut sein, dass man zu Hause ist. Ich persönlich habe mir nicht so große Sorgen gemacht, aber die Kinder waren unsicher. Deshalb haben wir diesen Test machen lassen. Und wenn er bestanden ist, werden wir glücklich sein und können hier unbeschwert leben.